Chor Ostern 2020. Corinna rettet Ostern. Wenn es draußen wärmer ist und die Vögel wieder singen, wird es Zeit fürs Osterfest und fürs Ostereierbringen. Und so hoppelt Papa Hase Jahr für Jahr durchs ganze Land, schnuppert mit der Hasennase und ist jedem gut bekannt. Ostereier zu verstecken ist stets seine größte Freude. Er bedenkt in allen Ecken Deutschlands viele kleine Leute. Bunte Eier, eine Pracht, in strahlend Blau, Gelb, Rot und Grün. Und das Kinderherz, das lacht. Ostern ist so schön. Fleißig findet er Verstecke in den Parks der großen Stadt, mal im Gras und an der Hecke, an der Nordsee auch im Watt oder in den sanften Dünen, wo die Schafe friedlich grasen, wo Lämmerbeinchen dort im Grünen über Dünen rasen, rasen. Ob an Neckar oder Rhein, Donau, Mosel oder Elbe, überall muss der Herr Hase sein, überall dasselbe. Ob in Nestern, ob auf Bäumen, ob in Kiel oder Saarbrücken, nirgendwo will er versäumen, alle Kinder zu beglücken. Ob an Seen, ob auf Feldern, ob in Hessen oder Sachsen, ob auf Wiesen, ob in Wäldern, wo die Tannenbäume wachsen, ob auf bunten Blumenwiesen oder gleich im Schrebergarten, wo die Frühlingsblüher sprießen, nirgendwo sollen Kinder warten. Auf den flotten Papa Hase mit den langen Schnurrbarthaaren und der Schnupperhasennase, schließlich macht er das seit Jahren. Doch in eben diesem Jahr ist der Osterhase kränklich, hängt herab das Schnurrbarthaar und, das ist bedenklich, Papa Hase hustet stark, hat auch etwas Fieber. Auch wenn er das gar nicht mag, im Bett bleibt er jetzt lieber. Papa Hase geht es schlecht, Mama Hase macht sich Sorgen, denn sie weiß nun nicht so recht. Geht's ihm besser morgen? Und wie konnte das passieren? Hat er sich wo angesteckt? Momentan, da gibt es Viren, die sind wirklich ganz verrückt, kommen aus dem fernen Osten und man nennt sie Corona. Von denen kriegt man einen Husten. Das Ganze ist recht sonderbar. Und nun kocht die Mama Hase Nudelsuppe mit Karotten drin, schnuppert mit der Hasennase, grübelt weiter vor sich hin. Wo war Papa Hase bloß? Wo ist er gewesen? War er nicht mit seinem Floß bei den Stachelwesen? Ja, hat er nicht vor ein paar Tagen noch Herrn Igel spät getroffen, um ihm gute Nacht zu sagen? Nun bemerkt sie ganz betroffen. Die Igels mit dem Stachelquant husten doch schon länger. Sind die vielleicht alle krank? Von Bang wird ihr noch bänger. Schnell greift sie zum Telefon und ruft Frau Igel an. Ja, genau, ihr ahnt es schon. Krank ist auch der Igelmann. Mama Hase ist nicht dumm. Sie wendet sich an Dr. Biber. Papa Hase hustet rum und hat hohes Fieber? Fragt der Arzt am Telefon. Mama Hase, die seufzt. Ja. Kein Problem, ich komme schon. Bin doch sofort da. Lispelt der Biber mit den großen Zähnen und dem weißen Kittel. Können Sie die Krankheit zähmen? Kennen Sie vielleicht ein Mittel? Keuchend in den weichen Kissen schwitzt der Osterhase. Schlürft Tee mit Honig und Melissen, ist blass um die Nase. Als Dr. Biber endlich kommt und ihn untersucht, der Arzt, er grunzt, er brummt, er stöhnt, er flucht.
Oh, Corona, hat der Hafenmann. Dr. Bieber fasst es kaum. Es ist das Virus aus Wuhan. Man hält es nicht im Zaum. Auf der ganzen weiten Welt sind viele Leute krank, was ja keinem gut gefällt. Doch hilft kein Zaubertrank. Langsam schüttelt nun den Kopf unser Dr. Bieber. Herr Hase, Sie armer Tropf. Krankenhaus, das wär mir lieber. Der Krankenwagen ist gleich da, rast auf schnellen Wegen, ganz laut mit Tatü-Tata dem Klinikum entgegen. Frau Hase steht noch vor der Tür vom Osterhasenbau. Die Hasenkinder, es sind vier, auch ihnen ist ganz flau, drücken ihre Mama feste. Dr. Bieber aber spricht: Für alle wär's das Beste, ihr verlasst den Bau nun nicht. Quarantäne heißt das jetzt. Sie bleiben brav im Haus. Was eine Frage offen lässt: Fällt dies Jahr Ostern aus? In dem Osterhasenbau sitzen nun vier kleine Hasen und die Osterhasenfrau, schnuppern mit den Hasennasen. Schnuppern etwas Blumenduft, der durchs Fenster dringt, mit der frischen Frühlingsluft und der Amselmann, der singt. Und so kuscheln sie bedächtig, lauschen diesem schönen Ton. Auf die Freiheit freuen sie sich mächtig, träumen schon davon. Drinnen in dem Bau kann man so vieles machen. Fleißig denkt die Hasenfrau sich aus tausend Sachen. Für vier wilde kleine Racker, die gelangweilt sind. Also schlagen sie sich wacker, Mama Hase und auch jedes Kind. Hüpfen, springen, Saltos machen. Tanzen, singen, heftig lachen. Geschichten lauschen und erzählen. Bilder tauschen, Münzen zählen, Karotten schneiden, kochen, rühren, Diskussionen meiden oder führen. Puppen pflegen, Autorennen, ins Bett sich legen und mal pennen, Frühlingskleider nähen, Salzteig kneten, durch Schlüssellöcher spähen, Bälle treten, Höhlen bauen, in die Wanne hechten, Fernseh schauen, Frisuren flechten. Karten spielen, kniffeln, musizieren, fangen spielen, auch auf allen Vieren. Hörbücher im Radio hören, ungefragt die Küche stürmen, Mama nicht beim Kaffee stören, Holzbausteine türmen, auf einem Bein stehen, Kuchen backen, sich im Kreis drehen, Nüsse knacken, ein Feuer im Kamin entfachen, sich im Kleiderschrank verstecken, Bügelperlenbilder machen und die kleine Schwester necken. Basteln, zeichnen, schneiden gar, malen, leimen, kleben. Ja, eines ist doch total klar, so anders ist das Leben, als es noch vergangenes Jahr zur letzten Osterzeit bei Familie Hase war. Wären sie doch nun bereit, Eier prachtvoll zu verschönern, sie mit Mustern zu verzieren, in den wunderbarsten Tönen, um sie schließlich zu polieren. Mama Hase wird es schwer ums Mama-Hasenherz. Sie wünscht sich Papa Hase her. Das ist kein schöner März. Über die Schnupperhasennase rollt einsam eine Träne. Ach, wenn doch der Herr Hase nur bald nach Hause käme.
Im Keller steht die Osterhäsin, starrt stumm auf die Farbreste und grübelt leise vor sich hin. Was wird wohl aus dem Osterfeste? Schön langsam plagen sie die Sorgen. Die Hasenkinder fragen: Was spielen wir denn morgen? Beim Hasenbau gleich um die Ecke fließt ein kleiner Fluss. Über den führt eine Brücke, der man folgen muss. Will man zu dem Hof gelangen, wo man die Eier holen kann? Hier nimmt gänzlich unbefangen Jahr für Jahr der Hasenmann Hunderte von weißen Eiern von der Hühnerschar entgegen. Denn die Menschenkinder feiern Ostern, ob bei Sonne oder Regen. Völlig egal, ob es nun wie verrückt stürmt, schneit oder windet, ein jedes Kind ist ganz verzückt, wenn es Ostereier findet. Die Hühner auf dem Bauernhof, die wissen längst Bescheid. Sie sind natürlich auch nicht doof, im Gegenteil, gescheit. Denn Hunderte von diesen Eiern legt man nicht über Nacht. So haben sich die schlauen Hühner einen Produktionsplan ausgedacht. Sie legen in 3 Schichten, von morgens früh bis spät. Sie kennen ihre Pflichten. Eine jede legt, was geht. Hahn Luigi führt Statistik. Mit lautem Kikerikario organisiert er die Logistik. Denn das weiß er noch aus Milano. Eine große Weiberschar ist mit Charme gut zu regieren. Doch ist es auch unsagbar klug, die Termine geschickt zu arrangieren. Reihenweise weiße Eier lagern jetzt im Hochregal für die große Osterfeier. Doch eines ist nun höchst fatal. Unser flotter Osterhase mit den langen Schnurrbarthaaren und der Schnupperhasennase holt nicht die bestellten Waren. Der Stall ist bis zur Decke mit weißen Eiern gut gefüllt. Eier in jeder Ecke. Der Gockel schmettert frusterfüllt. Kikerikario, was ist denn nun los mit diesem Stupido? Kikerikario, wo bleibt der bloß, der Hasenkretino? Da pfeift es von dem Dach herunter. Es ist ein kleiner Spatz. Er sitzt dort öfter, immer munter. Es ist sein Lieblingsplatz. Habt ihr das gar nicht mitbekommen? Es ist mir ja ein Graus. Der Herr Hase liegt benommen im Bett im Krankenhaus. Er hat doch diesen China-Keim und hustet noch recht sehr. Drum darf er vorerst noch nicht heim. Es fällt ihm wirklich schwer. Im Hühnerstall, da bricht ein lautes Gackern aus. Ein jedes Huhn, das spricht, schnell und gerade raus. Was ist jetzt wohl zu tun? Kein Schnabel steht mehr still. Weil doch wirklich jedes Huhn es besser wissen will. Kikerikario! Dringt es doch Mark und Bein. Silenzio! Fordert Luigi ein. Und in die Stille spricht er ganz akzentuiert. Porca miseria! Kommt jetzt zu uns, der Hase nickt! So sind wir ruiniert! Wir bringen ihm die Eier, wir liefern die ab Werk. Eine Osterfeier ist diese Mühe wert. Doch befand der Bauer Markus, dem der Hof gehört, es momentan verschlauer, wenn draußen niemand verkehrt. Denn in der aktuellen Stunde ist Vorsicht das Gebot. Es macht sonst schnell die Runde der Corona-Tod. Drum hat man jetzt beschlossen, dass alle drinnen bleiben. Die Stalltür bleibt verschlossen. Das werden harte Zeiten. Die Hühnerdamen sitzen nun stumm in Reih und Glied. Luigis Augen blitzen, er stimmt leise an ein Lied. La, 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 la. Zwischen Hühnerstall und Hasenbau liegt ein kleiner Garten. Dort blühen jetzt in Gelb und Blau die ersten Krokusse in zarten, blassen Tönen. Und auch die Narzissen, die wunderschönen, wollen es nun wissen.
recken ihre Köpfe dem Sonnenlicht entgegen. Zahlreiche Geschöpfe beginnen sich zu regen. Erfreut streckt der Herr Regenwurm sein Haupt aus kaltem Land. Er freut sich, dass der Schneesturm letztendlich doch verschwand. Auch die Frau Kröte kriecht aus ihrem Erdenloch. Im Gesicht die Schamesröte, ist sie voll Erde doch. Der schwarze Amselmann in des hohen Baumes Ast stimmt erneut sein Liedchen an, vertreibt des Winters Last. Oma Maulwurf mit der Bügelbrille wirft einen kurzen Blick von ihrem Maulwurfshügel. Was ist das für ein Glück? Viel sieht die Dame nicht, doch in der warmen Frühlingsluft, die ihr noch so viel verspricht, liegt ein sanfter Frühlingsduft. Kleine Käferkinder staunen mit großen Augen, kennen nur den Winter, können es kaum glauben, dass sich die Welt mit Farbe füllt. Das alles gefällt und es erfüllt. Unterhalb der Hecke liegt schaukelnd in der Hängematte Corinna Gartenschnecke, schlürft einen Kaffeelatte. Sie schaukelt hin und schaukelt her und hin. Das Leben fällt ihr gar nicht schwer, so in der Hängematte drin. Corinna schaut den Himmel an, dort tanzen leicht die Wolken. Gern würde sie dem Herz voran ihnen da droben folgen. Sie schaukelt hin und schaukelt her und hin. Den Frühling mag sie, ach, so sehr. Der Winter zieht dahin. Corinna lässt den Sonnenschein ihr kleines Häuschen streicheln. Sie lässt ihn in ihr Herz hinein und ihren Bauch umschmeicheln. Sie schaukelt hin und schaukelt her und hin. Ihr Kopf, der ist gedankenleer. Sie fragt nicht nach dem Sinn. Corinna, so sagen alle Leute, sei wirklich faul und träge, weil sie so oft wie heute ihre Lebenszeit vergeude. Corinna, so die allgemeine Meinung, sei viel zu langsam meist, weil sie, ob Weg, ob Steigung, stets ganz gemütlich reist. Denn ohne sich zu eilen, geht sie so durch ihr Leben. Hat Zeit auch zum Verweilen an knorrigen Weinreben, unter jungen, grünen Trieben oder im Schnittlauch. Das Moos, das wird sie lieben und den Spinat ja auch. So schaukelt voller Wonne, den Kaffeebecher in der Hand, Corinna in der Sonne. Das Amsellied klingt übers Land. Unsere kleine Gartenschnecke hört gern den Vögeln zu, genießt unter der Hecke vergnügt die Mittagsruh. Da verstummt der Amselmann. Der Spatz pfeift nun vom Dach. Corinna, die es kaum glauben kann, ist schlagartig wach und landet mit dem Haus vorweg, badauts, in den Kieselsteinen. Doch kurz schon nach dem ersten Schreck, strampelnd mit den Beinen, kann sie über sich selber lachen. Und dann denkt sie laut: Was höre ich denn da für Sachen? Kein Wunder, dass dem Spatzen graut. Herr Hase krank, Kontaktverbot für den Rest der Welt. Da ist ja wirklich groß die Not, was mir gar nicht gut gefällt. Zum Glück habe ich mein Häuschen doch immer mit dabei. Egal kann mir die Ausgangssperre sein. Ja, völlig einerlei. Ich bleibe doch in meinem Haus, wo immer das auch ist. Strecke nur den Kopf heraus. Denkt sie so mit List. Und schon fasst Corinna Gartenschnecke einen wilden Plan. Die Ostervorbereitung braucht nicht warten, sie ruft Verwandtschaft an. Telefoniert mit Onkeln, Nichten, Brüdern und Großtanten. Und das sind mitnichten all ihre Verwandten. Schwestern, Paten, Neffen, sogar die Großmama werden sich nun treffen. Und das ist wunderbar. Auch ganz, ganz viele Freunde und noch mehr Freundinnen.
kommen mit viel Freude und einem Affenzahn binnen einer knappen Stunde im kleinen Garten an. Corinna verbreitet in der Runde ihren schlauen Plan. Und so sieht man kurz darauf lauter Gartenschnecken, die beim Dauerlauf Geschwindigkeitsrekorde brechen. Tempolimits werden von ihnen ignoriert. In riesengroßen Herden wird zum Hühnerstall marschiert. Ein Mauseloch in der Bretterwand ist ihre kleine Tür. Wir sind die Osterritter. Jawohl, da wären wir. Posaunt Corinna voll Übermut. Die Hühner starren sie an. Denn das ist wirklich viel zu gut, als dass man's glauben kann. Auch Luigi traut seinen Augen nicht. Kikerikario, meine Augen lichter, was bin ich froh, Mamma mia! La donna è mobile, qual più bel vento, muta l'accento, la 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 la. Behutsam werden nun die Eier zum Hasenbau gebracht. Es gibt wirklich viel zu tun, jetzt ist es schon bald Nacht. Die Hasenkinder träumen bereits in ihren Betten. Die Schnecken werden nicht versäumen, das Osterfest zu retten. Leise klopfen sie an die Holzbretter der Osterhasentür. Wir sind die Osterritter. Jawohl, da wären wir. Flüstert Corinna mit Bedacht. Mama Hase starrt sie an. Denn das hätte sie ja nie gedacht, dass es so gehen kann. All die weißen Eier werden dann am Folgetag für die Osterfeier in Farben, die ein jeder mag, geschwind und immer geschwinder, bepinselt und verziert. Vier glückliche Hasenkinder, die klecksen ungeniert. Schon sind die Eier fertig, sie leuchten so schön bunt. Die Schnecken kommen hurtig. Corinna staunt mit offenem Mund. Lila, gelb, rot, blau und grün. Welch ein Farbenspiel. Das ist doch wirklich wunderschön. Jetzt sind sie fast am Ziel. Am Ostersonntagsmorgen ziehen die Menschenkinder los. Sie suchen ohne Sorgen im Wald, im Feld, im Moos nach ihren Eierschätzen in bunter Farbenpracht. An den sonderbarsten Plätzen sind die heute untergebracht. Wer sucht, kann sie entdecken. Unterhalb der Hecken, in den Gartenschnecken verstecken. Und so wendet sich das Blatt. Es findet trotz Corona das Osterfest heute statt. Verdanken tun wir's Corinna, der kleinen Gartenschnecke. Die schaukelt in der Hängematte. Unterhalb der Gartenhecke und schlürft einen Kaffee Latte. Osterhase unterdessen darf bald schon wieder heim. So dürfte doch im nächsten Jahr Corona vergessen und alles beim Alten sein.